Los geht's. Dann übergebe ich das Wort an Magdalena und ja, freue mich auf weiteres. Herzlichen Dank, Johanna. Und herzlich willkommen bei unseren Mehrweg-Aktionstagen-Veranstaltung. Ich heiße Magdalena Adamczyk-Lewoczko und gestalte zusammen mit meinem Team aus Berlin, Bremen und Hannover diese bundesweite Kampagne Essen in Mehrweg, mit der wir dann auch für das Thema Mehrweg bei der Kundschaft werden und Betriebe bei der Einführung der Mehrweg-Lösungen unterstützen. Die meisten von Ihnen kennen uns schon, hat auch schon Johanna auch erwähnt, von unserem Mehrweg-Forum, das wir im letzten Jahr umgesetzt haben und eine bundesweite Vernetzung zu dem Thema Mehrweg beim Takeaway initiiert haben. Ja, mit Mehrweg-Aktionstagen wollen wir noch mehr erreichen. Wir wollen gemeinsam mit Ihnen, also mit bundesweiten Partnern, in Aktion gehen und so das Thema bzw. auch seine Dringlichkeit sichtbarer machen. Ja, warum? Weil, also ist uns allen dann auch bewusst auch und laut UBA produziert jeder von uns durchschnittlich 227,5 Kilo Verpackungsmüll pro Jahr. Und knapp die Hälfte des Mülls geht auf das Konto der Privathaushalte. Neben Plastik beim Einkaufen sind das vor allem Einweg-Koffeebecher und Essensverpackungen. Ja, und die Corona-Pandemie befeuert das ganze To-Go- und Takeaway-Geschäft natürlich sehr. Zur Pandemiezeit ist der Konsum an Takeaway und so der Verbrauch an Einwegverpackungen enorm gestiegen. Das sehen wir alle auch in unserem Straßenbild. Also die Mülleimer quellen über. Und ja, also es ist auf jeden Fall eine Situation, die geändert werden soll. Aber so steigt aber auf jeden Fall auch die Nachfrage nach Alternativen. Also die Kunden verlangen gezielt nach einer nachhaltigen Alternative zu Styropor, Plastik, Alu etc. Und das merken wir immer wieder in unserer Praxis. Und unsere Bewegung bekommt auch Aufwind von der Politik. Auf der Bundesebene wurde im Jahr dieses Jahres eine Novelle im Verpackungsgesetz ins Kabinett gebracht, als Umsetzung der Vorschriften aus der EU-Einwegkunststoffrichtlinie, die im Juli dieses Jahres in Kraft tritt. Ziel der Novelle ist unter anderem, dass Mehrwegboxen und Mehrwegbecher für unterwegs ab 2023 der neue Standard werden. Für Unternehmen dürfte es ein Schub in die richtige Richtung sein. Also wann, wenn nicht jetzt? Ich freue mich, dass wir so viele Verbündete bundesweit für unsere geplante Aktionswoche gewinnen konnten. Und ich wünsche mir, dass Sie bei der heutigen Veranstaltung viele inspirierende Aktionsideen erfahren, Ihre Fragen beantworten bekommen und noch mehr Lust auf die Umsetzung und Mitmachen bekommen. Ich wünsche uns allen heute ein gutes Gelingen. Ja, und übergebe das Wort an unsere Moderatorin. Vielen lieben Dank für diese Begrüßung und wir steigen jetzt auch direkt ein, weil wir haben gehört, es gibt viel zu tun und da machen wir es weiter. Genau, wo sind wir gerade? Wir haben die Zoom-Einführung schon fertig. Entschuldigung, das switcht hier ein bisschen um. Wir haben gerade die Begrüßung gehört und jetzt gehen wir nochmal in die Aktionstage durch das Projektteam. Das heißt, Tanja Menke wird Sie jetzt gleich nochmal mitnehmen. Dort haben wir auch schon die erste Möglichkeit, Fragen zu stellen. Was ganz wichtig ist für diese Veranstaltung, die Aktionstage stehen im Mittelpunkt. Das heißt, wir gehen, also wir haben ja die Vorabbefragung uns angeschaut. Wir wissen ungefähr, auf welchem Stand Sie sind und wir haben auch Hürden auf jeden Fall betrachtet. Das heißt, wir gehen da auch nochmal rein, wie Sie sehen, ab 10:30 Uhr. Und was wir auch ganz, ganz klar mitgenommen haben, ist, dass Sie inspirierende Aktionsideen möchten. Und das möchten wir Ihnen geben ab 10:45 Uhr bis 11:10 Uhr ungefähr. Und da gibt es dann auch nochmal eine Fragerunde. Und ganz am Ende haben wir nochmal die Möglichkeit, wirklich gezielt nochmal zu den Aktionstagen Fragen zu stellen. Ich moderiere es auch immer an, dass Sie sich Ihre Fragen weiterhin notieren. Wir haben extra Frageslots eingerichtet. Dann geht es weiter. Wie geht es weiter? Also, wie kommen wir jetzt in die Aktion? Wir haben noch ein paar Links vorbereitet und gucken nochmal, wie wir uns auch weiter vernetzen. Und Sie sehen schon, die Veranstaltung geht gar nicht bis 12 Uhr, sondern wir möchten Ihnen am Ende nochmal den Raum geben, sich zu vernetzen, wenn Sie denn möchten. Das heißt, ja, wir fangen jetzt einfach mal an und gehen jetzt in den nächsten Punkt der Aktionstage und ich übergebe das Mikrofon meiner Kollegin Tanja Menkel. Ja,
Bin ich schon zu sehen, zu hören? Ja, okay. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Guten Morgen. Ich bin Tanja Menkel von Live e.V. und betreue bei der Kampagne Essen im Mehrweg die Öffentlichkeitsarbeit. Und ja, ich freue mich, Sie alle heute hier zu sehen. Mit vielen von Ihnen hatte ich ja schon per Mail Kontakt. Leider konnte ich im Vorfeld in den letzten Wochen nicht immer all Ihre Antworten, Ihre Fragen ausführlich beantworten zu den Aktionstagen. Aber dafür haben wir ja heute diese Veranstaltung. Und ja, ich freue mich, dass Sie heute alle dabei sind. Ja, es geht heute um die Aktionstage, die wir in der Kampagne planen. Wieso haben wir uns diese Aktionstage ausgedacht? Wieso möchten wir die umsetzen? Weil es uns eben wichtig ist, das Thema Mehrweg beim Außerhauskonsum bundesweit in die Aufmerksamkeit zu bringen, in die Öffentlichkeit zu bringen, dass darüber gesprochen wird, dass die Leute sich damit beschäftigen. Wie Sie ja auch schon in Ihren Antworten uns geschrieben haben. Sie beobachten selber, dass die Kundschaft, eben viele Kundinnen noch keinen Mehrweg für Essen zum Mitnehmen benutzen. Die Gründe sind dafür sehr unterschiedlich. Also viele wissen es vielleicht auch noch gar nicht, dass es beim Essen auch eben möglich ist. Beim Getränken sind wir ja schon ein Stückchen weiter. Da ist es ja schon ein bisschen etablierter. Ist ja schon ein Thema gewesen. Aber bei Essen ist es eben noch nicht so bekannt, das Thema Mehrweg. Oder die Kundschaft ist noch unsicher im Umgang, gerade in der aktuellen Situation. Oder vergisst auch die Boxen, wenn sie dann auf Mehrweg setzen. Also die Gründe, warum das noch nicht so ganz funktioniert, sind sehr unterschiedlich. Auf der anderen Seite haben wir eben auch die Gastronomiebetriebe, die das Essen gerade durch die Corona-Situation verstärkt in Einweg ausgeben. Also da ist ja dieser Einwegverpackungsverbrauch durch Corona durch die Decke gegangen. Viele Gastrobetriebe sind neu ins Takeaway-Geschäft eingestiegen, weil sie sonst keine andere Möglichkeit haben und stehen dann eben auch vor neuen Herausforderungen und haben sich eben dadurch auch noch nicht mit dem Thema großartig auseinandergesetzt. Und da ist auch das Thema Mehrweg ein neues Thema für Sie. Ja, und beide Gruppen möchten wir eigentlich mit diesen Aktionstagen erreichen und möchten Sie zur Nutzung von Mehrweg statt Einweg anregen, Sie dafür motivieren und die ganze Nutzung sozusagen verbreiten und natürlich mit dem Ziel, die Einwegverpackung, den Verbrauch daran zu reduzieren. Bei der Umsetzung dieser Aktionstage sehen wir deshalb sowohl einmal mindestens einen Gastronomiebetrieb in der Aktionstage-Region, der Mehrweg praktiziert während dieser Aktionstage und mindestens eine Aktion, die begleitend zu diesem Gastronomiebetrieb die Kundschaft auf diese Mehrwegangebote aufmerksam macht. Das Ganze soll natürlich mit Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit begleitet werden, damit es öffentlichkeitswirksam bekannt wird. Als Zeitraum haben wir uns den 17. bis 23. Mai jetzt ausgesucht. Das ist eine Zeit, in der wir hoffentlich alle auch wieder häufiger oder vermehrt rausgehen können. Es ist jetzt auch eine Woche, wo im Mai keine Feiertage sind, wo wir sozusagen da mal frei sind. Und ja, es wäre sozusagen eine Woche vergleichbar, wie Sie das wahrscheinlich von der Europäischen Woche der Abfallvermeidung auch kennen, eine Aktionswoche. Und das Ganze haben wir eben einmal dieses Jahr geplant und eine Fortsetzung auch im nächsten Jahr, soweit es dann eben möglich ist. Genau, soweit zu den Zielen der Aktionstagen. Kommen wir nun zu dem Punkt, den Ihnen wahrscheinlich alle die Frage unter den Nägeln brennt. Wie können Sie jetzt an diesen Aktionstagen teilnehmen? Ich würde an der Stelle erst auf diesen Punkt eingehen und dann im Nachgang Ihnen erzählen, wie wir Sie dabei unterstützen würden. Ich denke, das macht in so einer Reihenfolge eher Sinn. Ja, um an den Aktionstagen teilzunehmen, gäbe es zwei Aufgaben.
Zum einen möchten wir eben gerne Gastronomiebetriebe anregen, Mehrwegangebote zu machen, diese mal Mehrweg mal wirklich auszuprobieren und dass diese Aktivitäten in der Aktionswoche sichtbar werden. Ob der Betrieb jetzt neu mit Mehrweg startet oder auch schon alter Hase ist. Einige sind ja auch schon sehr aktiv in Sachen Mehrweg. Ob der Betrieb Gefäße von der Kundschaft, die sie mitbringen, befüllt oder sich sogar einem Poolsystem anschließt. Das ist in dem Sinne an der Stelle egal. Wichtig wäre, dass dieser eine gastronomische Betrieb während dieser Woche Mehrweggefäße befüllt und auch Aufkleber der Aktionswoche auf Einwegverpackungen, die rausgehen, aufklebt. Ja, diesen mindestens einen Betrieb, gerne natürlich mehr, gilt es sozusagen für Sie als Kooperationspartner für die Aktionswoche zu gewinnen. Er wäre sozusagen Ihr offizieller Partner für die Aktionswoche, für Ihre Aktion, die Sie oder den Sie mit Materialien ausstatten würden, die wir aber wiederum Ihnen zur Verfügung stellen. Und wenn der Betrieb sich zum Beispiel auch mit Mehrweg noch nicht auskennt, dann wäre es natürlich auch da nochmal gut, wenn Sie ihn zum Thema Mehrweg informieren, ihn generell für diese Aktionswoche vorbereiten, ausstatten, informieren, auch ja, hinsichtlich Hygieneregeln. Aber auch da haben wir Materialien, mit denen wir Sie unterstützen würden. Um die Kundschaft des Betriebs, der teilnimmt an der Aktionswoche, auf seine Mehrwegangebote aufmerksam zu machen, wäre es eben schön, wenn es begleitend eine Aktion geben würde, die die Kundschaft, bitte noch eine Folie wieder zurück, die die Kundschaft eben dazu informiert. Der Betrieb macht hier aktiv Mehrweg in der Woche. Die Aktion an sich kann ganz, also was Sie umsetzen würden an Aktionen, da sind Sie frei. Das könnte zum Beispiel eine Rabattaktion sein, die der Kundschaft sagt, hey, wenn ihr das Essen in Mehrweggefäße mitnehmt, kriegt ihr 50 Cent Rabatt auf den Preis. Gibt aber auch ganz andere Möglichkeiten. Sie haben ja auch inzwischen einige Ideen, was man an Aktionen machen könnte. Meine Kollegin wird Ihnen später noch dazu weitere kreative Ideen vorstellen. Genau, Sie sind frei, was Sie sozusagen als Aktion umsetzen würden. Wichtig wäre nur, dass Sie das angepasst haben, diese Aktion an Ihre lokale Situation, also an den Betrieb, an die Kundschaft und vor allen Dingen eben auch an Ihre Ressourcen, was Sie sozusagen selbstständig vor Ort bei sich mit Ihrer Manpower, mit Ihren Ressourcen umsetzen könnten. Okay, eine weiter? Genau. Wir unterstützen Sie natürlich sehr vielfältig bei der Umsetzung der Aktion. Wir haben uns da einiges überlegt, wie wir Sie damit unterstützen könnten. Da haben wir zum einen natürlich Hintergrundinformationen zum Thema Mehrweg. Also einige kennen sich ja schon mit Mehrweg aus, andere starten gerade. Wir haben in der Kampagne sehr viele unterschiedliche Materialien, die wir auch schon in der Praxis erproben, mit denen wir mit den Gastronomiebetrieben, mit denen wir kooperieren, einsetzen, erproben. Das sind unsere Hygieneempfehlungen zur Befüllung der Mehrweggefäße. Dann haben wir verschiedene Factsheets zu Mehrweglösungen in der Gastronomie, die Sie gerne nutzen können, eben auch in Beratung mit den Betrieben, in der Betriebsakquise. Wir werden jetzt im März Steckbriefe noch zu Poolanbietern, Mehrweglösungspoolanbieter veröffentlichen, falls es zur Diskussion steht, dass der Betrieb sich ein Poolsystem anschließen möchte oder Sie in Ihrer Stadt, Ihrer Kommune vielleicht sogar ein Poolsystem stärken möchten. Da können Sie sich nochmal Informationen holen und unsere Kollegin Silke Kleinhückel-Kotten vom Ökolog-Institut, die hat auch eine Studie erstellt, die wir in Kürze veröffentlichen. Da können Sie sich sozusagen nochmal in das Thema vertiefen.
Dann bieten wir Ihnen verschiedene Print- und Online-Materialien, mit denen Sie die Betriebe ausstatten können, hinsichtlich der Kundenkommunikation, die wir auch, die unsere Betriebe auch schon nutzen. Das sind Plakate und Aufsteller. Sie sehen sie hier auch schon auf den Folien. Ich habe jetzt hier mal so zwei Beispiele für Aufsteller. Vorlagen, die darauf aufmerksam machen, wir befüllen Mehrweggefäße. Wir haben auch einen Türaufkleber, das kennen Sie sicherlich auch von verschiedenen Aktionen, die gleich an der Tür die Kundschaft informieren. Damit könnten Sie sozusagen auch jetzt schon starten. Das ist sozusagen die Basisausstattung. Aber wir haben natürlich auch für die Aktionstage Materialien geplant, die speziell auf die Aktionswoche aufmerksam machen. Plakate und Aufsteller, wo Sie auch einen Platzhalter haben, wo Sie Ihre Aktion speziell nochmal bewerben können. Sowohl im Betrieb selbst als auch bei sich vor Ort, wo Sie das gerne hätten. Online ist natürlich in den letzten Wochen und Monaten noch verstärkt ein Thema geworden. Auch dahingehend würden wir Sie unterstützen, dass Sie sowohl auf Ihren eigenen Kanälen auf Ihre Teilnahme an den Aktionswochen aufmerksam können, als auch, dass der Betrieb an sich auf seinen Kanälen, Website, Social Media, auf seine Mehrwegangebote und Aktivitäten aufmerksam machen könnte. Wir haben auch eine Projektwebsite. Viele von Ihnen kennen sie ja wahrscheinlich schon. Die wird auch sehr, sehr viel besucht jetzt. Da werden wir in Kürze dann alle Informationen zum Aktionstag veröffentlichen. Auch die Aufzeichnungen dieser Veranstaltung heute. Die Ideen, die meine Kollegin heute noch vorstellt, die kreativen Ideen, werden wir zusammenfassen in einem Ideenkatalog. Da können Sie sich auch nochmal in Ruhe alles anschauen und sich inspirieren lassen. Dann werden wir Ihnen die Möglichkeit geben, wenn Sie Aktionstagepartner werden möchten, sich auf unserer Website zu präsentieren mit Ihren Aktionen, mit den Betrieben, die teilnehmen würden. Und es gibt da auch dann eben eine Aktionslandkarte, die wir geplant haben, dass man sozusagen wirklich kompakt alles sich zu dieser Aktionswoche sich anschauen kann. Ja, das Thema Essen ist natürlich sehr stark auch bei Social Media mit Instagram verknüpft. Deswegen planen wir im Vorfeld der Aktionswoche auch einen Instagram-Wettbewerb, einen Spruchwettbewerb, bei dem wir Sprüche, kreative Sprüche, tolle, motivierende Sprüche sammeln möchten, 3 bis 5, die die Kundschaft, die jetzt noch gar nichts mit Mehrweg irgendwie in Berührung gekommen ist, die immer noch Essen im Einweg mitnimmt, motiviert oder aufmerksam macht, hey, wie wäre es mal mit Mehrweg? Das Ganze soll im April starten und laufen und wir würden, hier unten sehen Sie ja auch schon ein Beispiel. Wir hätten eben einen Spruch und die 3 bis 5 Gewinner, die wir auswählen, würden dann auch auf dem Aufkleber, den wir drucken werden, dann genannt werden, die Urheber mit dem Ort. Und vielleicht kommt ja dann auch ein Spruch aus Ihrer Region. Und der würde dann sozusagen auch bundesweit an alle teilnehmenden Betriebe verteilt werden. Ergänzend planen wir auch eine bundesweite Pressemitteilung, bundesweiter Versand der Pressemitteilung, wo wir Sie als Aktionspartner auch aufführen würden. Und diese Pressemitteilung können Sie natürlich gerne dann auch als Vorlage für Ihre lokale Pressearbeit auch noch nutzen. Sie sind ja da zum Teil auch sehr gut aufgestellt. Nutzen Sie das gerne, dass über möglichst viele unterschiedliche Kanäle auf diese Aktionswoche und Ihre Beteiligung aufmerksam gemacht wird. Ja, und dann haben wir ja auch in diesen in Ihren Antworten, die Sie uns geschickt haben, nochmal rausgelesen, dass das Thema Betriebsakquise ein großes Thema bei Ihnen ist und auch zur Diskussion manchmal steht, führen wir bei uns ein Mehrweg-Poolsystem in unserer Kommune, in unserer Stadt ein. Dem möchten wir auch begegnen, und zwar mit extra Formaten, Online-Veranstaltungen, die wir im März und April Ihnen anbieten möchten. Da können Sie automatisch dran teilnehmen. Wir haben Ihre Kontaktdaten und würden Sie dann
einladen. Das heißt, Sie brauchen an der Stelle nichts zu tun, außer auf unsere Einladung, E-Mail zu antworten, wenn Sie dabei sein möchten. Ja, soweit von meiner Seite wäre das jetzt der Überblick. Jetzt hätten Sie auch noch die Möglichkeit, mir Rückfragen, Verständnisfragen zu stellen, falls es die geben sollte. Genau, und zwar haben wir das so geplant, dass Sie jetzt das mit den Emojis mal testen können. Also wenn Sie jetzt eine Frage haben, tatsächlich zu diesem Thema, also uns brennt wahrscheinlich allen so ein bisschen auch noch andere Fragen unter den Nägeln. Aber wenn Sie jetzt tatsächlich zur Tanja Menke, zu dem Vortrag gerade eine Frage haben, dann können Sie sich gerne melden und dann können Sie die einfach mal in die Kamera stellen. Genau. Einfach drauf los. Ich sehe, mir wird angezeigt Julia Weber. Genau. Ist das korrekt? Dann kommen noch mehr. Hallo, guten Morgen. Ich habe eine Frage zu dem Instagram-Account. Läuft die komplette Kampagne über den Zero Waste Life von Berlin oder gibt es noch einen bundesweiten Account? Nee, genau. Entschuldigung, das würde über unseren Kanal laufen und wir würden den Wettbewerb dann natürlich mit Stories, mit Posts, mit Anzeigen bewerben. Aber wir würden Ihnen natürlich auch die Vorlagen zur Verfügung stellen, dass Sie auch auf Ihren Social-Media-Kanälen, auf Ihren Instagram-Kanälen das verteilen können. Also genau, das wäre mein Aufruf. Nutzen Sie gerne die Möglichkeit, schon im Vorfeld im April auf Ihre Beteiligung an den Aktionstagen darauf aufmerksam zu machen. Das werden wir. Dankeschön. Ja, weitere Fragen. Ich sehe jetzt Friederike Fasen und Frau Sarah Meyer. Ja, schönen guten Morgen aus Düsseldorf. Friederike Fasen von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Ich habe eine Frage. Dieser Aktionszeitraum, der wird für uns sehr schwierig werden, weil wir schon so eine Jahresplanung eben fertig haben. Und wir hatten uns den 3.7. da so als Stichtag gedacht, weil da die Einwegkunststoffverbotsverordnung in Kraft tritt. Wir werden zwar auch schon vorher, auf jeden Fall im Juni, da was zu machen, aber der Mai wird für uns echt eng. Jetzt war meine Frage, wie weit man so auf diese Aktionswoche fixiert ist und wie weit, ich denke, diese Online-Karte, die wird sicher auch weiterlaufen, inwieweit wir da auch vielleicht da noch was zu beitragen können, weil ich finde das total spannend für unsere Umweltberater und Beraterinnen. Aber diese Aktionswoche, die werden wir wahrscheinlich nicht hinkriegen. Ja, das wäre natürlich schade. Also wir haben es jetzt natürlich erstmal so geplant. Wir haben natürlich auch uns dazu lange Gedanken gemacht, welche da der richtige Zeitpunkt wäre. Ich schaue jetzt mal auch meine Kollegin Frau Adamczyk-Lowoczko an. Sie überlegt jetzt auch schon sich, was wir da, also ja, im Zweifelsfall müssen wir es vielleicht auch nochmal intern klären, nochmal besprechen. Ich glaube, das ist eh ambitioniert, jetzt so ganz schnell da das so aus dem Boden zu stampfen, weil man hat ja immer schon seine Planung im Vorfeld, ob man das vielleicht ein bisschen länger ziehen kann. Also da müssen Sie aber schauen, ne? Also weil das wäre eigentlich so schade, weil das so ein super Thema jetzt gerade ist. Aber ich weiß jetzt nicht, wie es den anderen geht, von anderen Institutionen, dass man das so schnell jetzt umsetzen kann dann auch. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Wir werden das auf jeden Fall intern besprechen, beziehungsweise auch mit unserem Team aus Bremen und aus Hannover. Mhm. Und klar, das ist uns natürlich auch wichtig, dass wir so viel wie möglich auch Partner gewinnen, beziehungsweise dass diese Aktion wirklich bundesweit dann auch sichtbar ist. Also deshalb werden wir das auf jeden Fall noch besprechen und überlegen, ob wir das dann vielleicht dann auch ein bisschen länger ziehen oder ja. So, soll ich einfach weitermachen, Sarah Meyer-Söhne? Ja. Also vielen Dank für die tolle Präsentation. Wir kommen aus Karlsruhe. Ich gehöre zu einem BMU-Projekt von Klimaschutz im Alltag. Klimaschutz gemeinsam wagen heißen wir. Und wir haben halt auch so einen Gastro-Schwerpunkt. Essen in Mehrweg ist jetzt nur so eins von unseren Themen, aber das trifft bei uns gerade ziemlich gut. Also für uns ist es vom Timing her eigentlich perfekt. Und meine Frage wäre eigentlich nur zu diesen Einmalaufklebern, die die Gastrobetriebe dann in dieser Woche auf die Einwegverpackung kleben. Da ist dann praktisch, steht da der Text schon fest? Also ist es dann einfach die Aufforderung, mach's doch mit Mehrweg? Oder also was steht da dann genau drauf? Weil in dem Moment verhalten sie sich ja sozusagen nicht so wie gewünscht. Und deswegen würde mich einfach kommunikativ interessieren,
wie man sie dann versucht umzulenken, wenn sie in dem Moment eigentlich gerade das Falsche tun. So. Ja, genau. Also deswegen haben wir ja eben diesen Instagram-Spruchwettbewerb. Wir möchten natürlich gerne schöne, kreative und motivierende Sprüche sammeln und deswegen auch eben der Wettbewerb, um alle mit einzubeziehen, weil das natürlich auch ja, schöne Sprüche sein sollen. Und ja, es geht eben nicht darum, wertend zu sein, sondern eher aktivieren darauf, na, könntest du mal, mach's doch mal mit Mehrweg, also eher was Positives. Ja, okay, danke, bin gespannt. Wir hätten noch Zeit für eine Frage auf jeden Fall. Ja, vielleicht mal gerade. Du kannst aber dran nehmen, Tanja. Ja, ich sehe hier Herrn Andreas Achilles, habe ich das richtig ausgesprochen? Entschuldigung, mir wird der Name nicht komplett angezeigt. Ja, genau, ist richtig. Vielen Dank. Kurze Frage für die Aktionstage, haben Sie ja gesagt. Ist es gedacht, dass der Partnerbetrieb quasi Essen in Mehrwegbehältern ausgibt? Da gibt es aber nicht irgendeinen Pool an Behältern, die zur Verfügung gestellt werden, sondern das würde man mit dem Gastronomen selbst organisieren, dass man da irgendwelche Behälter hat. Genau, da würde ich sagen, einfach ins Gespräch gehen mit dem Betrieb, was er sich vorstellen kann. Also theoretisch kann ja jeder Betrieb sofort starten, indem er die Boxen, die Behälter, die die Kundschaft mitbringt, einfach befüllt. Das ist genau, ganz problemlos. Wenn der Betrieb aber jetzt sagt, oh, ich denke sowieso vielleicht schon drüber nach und vielleicht möchte ich gerne mich mit einem Poolsystem anschließen oder ich möchte gerne selber Mehrweggefäße anschaffen und die dann verleihen. Genau, das wäre natürlich die weitere Aktivität. Das würde dann natürlich ein bisschen aufwendiger sein, je nachdem. Klären Sie das einfach mit dem Betrieb, was er sich vorstellen kann. Aber die Hürde, erstmal einzusteigen, wäre auf jeden Fall sehr gering, indem er nur die Behälter der Kundschaft befüllt. Und da könnten ja jeder Betrieb im Grunde sofort starten. Ja, okay. Ich wollte jetzt nur, falls es so gewesen wäre, dass es irgendwie für die Aktion Behälter mit dem Brand Essen im Mehrweg irgendwie mit einem Aufkleber drauf gibt oder sowas, dann wäre das gut im Vorfeld zu wissen. Aber Okay. Ja, also wir haben ja eben auch auf unserer Website stellen wir ja die Poolanbieter auch vor in Steckbriefen und falls der Betrieb eigene Gefäße anschaffen möchte, auch da geben wir Tipps, wer da welche zum Verkauf anbietet, gucken Sie da gerne auf unserer Website, das können Sie dann gerne für die Betriebsgespräche nutzen. Okay, vielen Dank. Gerne. Ich habe jetzt noch gesehen, dass Frau Kelm und Frau Oppermann auf jeden Fall noch Fragen haben. Wir haben gleich noch Zeit dafür. Ich würde jetzt gerne einmal weitergehen. Vielen Dank an dich, Tanja, dass du uns da mitgenommen hast. Und was ich ja immer schade finde, dass in diesen Zeiten, dass man eigentlich ja sich so selten sieht. Und ich finde es auch immer komisch, wenn man moderiert, gar nicht zu wissen, wer da eigentlich vor den Kameras sitzt. Und deswegen gehen wir jetzt noch mal einen Schritt weiter und wollen mal kurz einmal durchatmen, bevor es dann weiter mit den ganzen Infos geht. Und zwar, wenn Sie Lust haben, können Sie jetzt Ihre Kamera anmachen, beziehungsweise freue ich mich, wenn Sie Ihre Kamera anmachen, denn daraus besteht das Spiel, was wir jetzt machen. Und zwar haben Sie alle einen Daumen und den oder zwei und den können Sie jetzt mal vor die Kamera halten. Dann wird es so ein bisschen rot. Sie können auch ein Post-it davor machen. Bedeutet, Sie halten einfach mal Ihr Bild zu. Und wenn Sie der Aussage, die ich jetzt sage, ich mache mich mal wieder sichtbar, damit das nicht komisch ist, wenn Sie der Aussage zustimmen, die ich jetzt nenne, dann können Sie den Daumen einmal wegmachen und dann sehen wir, wer im gleichen Boot sitzt ungefähr. Und wir testen das jetzt einmal. Also einmal bitte alle zumachen. Und jetzt mal die Frage, oder beziehungsweise stimmen Sie der Aussage zu, ich habe die Sonnenstrahlen am Wochenende so richtig ausgekostet. Das müssen Sie mal alle aufmachen. Sehr gut, ich sehe auch schon strahlende, naja, bei manchen ist es so. Jetzt gehen wir nochmal rein ins Thema und zwar, damit wir nochmal einen besseren Überblick kriegen, beziehungsweise auch mal ehrlich sind, wenn es wieder möglich ist, freue ich mich auf Konferenzen, die live und in Farbe stattfinden. Ich finde dieses vor dem Rechner sitzen echt nervig. Dann dürfen Sie auch mal einmal. So geht es mir nämlich auch. Ich freue mich auch wieder alle in Farbe und live zu sehen. Perfekt. So, jetzt kommen wir zum Mehrwegthema. Bitte wieder einmal den Daumen drauf. Ich bin hier, um kreative Ideen für Aktionstage zu finden. Wenn das bei Ihnen der Fall ist, dann machen Sie doch bitte einmal Ihren Daumen weg.
kriegen wir noch ein bisschen Überblick. Das sieht gut aus. Dann sind wir richtig in der Planung, in die Planung gegangen. Das ist schön. Und jetzt machen wir noch mal einmal den Daumen. Letzte Frage. Ich bin sicher, oder Aussage, ich bin mir sicher, dass Mehrweg in naher Zukunft kein Kann mehr ist, sondern eine Selbstverständlichkeit. Und da hoffe ich, haben wir doch jetzt viele. Ja, perfekt. Weil ich muss sagen, in den Vorbereitungen, und wir kommen jetzt auch zum nächsten Punkt, zu der Vorabbefragung, es war super schön zu sehen, wie viele sich da beteiligt haben. Und da möchte ich Sie jetzt auch als nächsten Programmpunkt einmal mit reinnehmen, was da eigentlich so rausgekommen ist. Gehen wir in die Vorabbefragung. Und zwar, wer ist denn alles da? Also ich habe mich erstmal gefreut, wir sind von der Unterweser bis Kirchheim unter Tech. Oh, jetzt ist es hier. Genau, sind wir alle, sind dort Vertreterinnen da, statt Singen bis Thüringen. Und ich habe mal, Sie sehen da die Einwohnerzahlen, mal zusammengerechnet. Und da bin ich ein bisschen hinten rübergefallen, weil wenn wir jetzt alle irgendwie Aktionen machen, und ich habe zum Beispiel Thüringen und Bayern nicht als ganzes Bundesland genommen, dann könnten wir tatsächlich knapp 1,5 Millionen Menschen hier erreichen. Und das, da denke ich immer so, yes, so genauso muss es sein. Wir haben hier eine gute Grundlage und wir haben irgendwie, wie ich finde, ein total schönes Design. Es ist ansprechend und deswegen freue ich mich jetzt auch, dass wir in die Aktion gehen. Das war erstmal so ein Überblick für uns zu bekommen, wer ist überhaupt alles da. Dann habe ich mir nochmal genauer angeguckt, den Grund für die Teilnahme an den Aktionstagen. Einmal war es so, dass viele einfach auf das Problem einen Weg aufmerksam machen möchten. Sie möchten aktiv werden aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung. Was ich auch total schön fand, ist, wir hoffen uns einen echten Sprung nach vorne und das erhoffen wir uns auch. Also da freuen wir uns auch drauf, dass es so weitergeht. Was ich auch schön fand, dass ich gesehen habe, es gibt viele Projekte, wo es auch einfach passt. Also wo man sagt, es passt in unser Projekt und da passen diese Aktionstage einfach super gut rein. Die Verbraucherzentrale NRW möchte auch weiterhin MultiplikatorInnen ausbilden. Deswegen haben wir uns gefreut, dass da auch so viel Resonanz war. Bewusstseinsbildung und Hilfestellung leisten war auch sehr wichtig. Vernetzung war wichtig und Wissen und Erfahrung in dem Bereich sammeln. Ich finde, wir werden alle immer mehr Experten in dem Bereich und das ist natürlich auch notwendig. Deswegen freue ich mich, dass wir halt auch so eine große Gruppe sind. Was wir spannend fanden, waren Ihre ersten Ideen für die Aktionstage. Und zwar kam da beispielsweise wie eine Müllsammelaktion, Vergünstigung beim Kauf von Produkten in Mehrweg, aber auch beispielsweise Menschen zusammenbringen, also ein Forum eröffnen. Was aber auch spannend war, war immer so, wir haben gar keine Ahnung. Wir haben gar keine Ahnung, was wir machen sollen und sind nicht kreativ. Deswegen sind wir auch heute nochmal, also Sie sind wahrscheinlich kreativ, aber Sie haben noch keine Idee gehabt, was Sie da umsetzen können. Was ich total schön fand, war beispielsweise plastikfreie Stadtpicknick, plastikfreier Einkauf auf dem Wochenmarkt, Werbetafeln. Und worüber wir uns ja jetzt natürlich auch Gedanken machen müssen, sind Mailing-Aktionen oder ja, Internetmöglichkeiten, dass man sich vernetzt. An dieser Stelle, wenn Ihnen jetzt noch mal irgendwas Spannendes in der letzten Zeit über den Weg gelaufen sind, wir kommen jetzt gleich zum nächsten Programmpunkt, wo wir noch mal sehen, was es auch für Hürden gibt. Das war noch mal ganz wichtig. Aber wenn Sie jetzt sagen, halt, ich habe jetzt hier noch eine total gute Idee, die ist da noch nicht aufgelistet, wir kriegen gleich auch noch mal kreative Ideen, aber dann machen wir das Gleiche wie gerade auch. Dann heben Sie bitte noch mal kurz Ihre Hand und dann können Sie uns gerne noch mal kurz mitnehmen, was Sie noch mal im Kopf haben und was hier beispielsweise noch nicht steht. Da sehe ich jetzt gerade noch nichts. Dann würde ich einfach mal weitermachen. Ah doch, Frau Kelm, bitte, einfach los. Hallo, es war jetzt nur so ein Blitzgedanke. Also erstmal wollte ich mich ganz kurz vorstellen. Ich bin von der Bund Naturschutz-Ortsgruppe Bichl-Benedikt-Beuern. Und wir versuchen eben jetzt oder möchten jetzt eben starten, dass wir unsere Gastronomiebetriebe ansprechen, dass sie auf Mehrweg umstellen, entweder auf Poolanbieter oder eben, dass es eben die Möglichkeit gibt, eigene Gefäße zu befüllen. Was mir jetzt spontan noch als Idee aufgepoppt ist sozusagen, ob man vielleicht eine Postwurf-Aktion machen könnte, um auch die Kunden zu erreichen mit Postkarten oder mit einem kleinen Flyer, dass man auch die Konsumenten sozusagen schon direkt zu Hause erreicht und sagt, ja, es ist jetzt eine Aktion geplant und es ist auch erlaubt, auch in Corona-Zeiten, dass
dass auch diese Mehrwegbehälter befüllt werden. Das war auch zunächst in unserer Gruppe ein Thema, ob das überhaupt geht, dass man selbst mitgebrachte Behälter befüllen kann in Corona-Zeiten. Das ist ja richtig, dass das geht. Das wissen aber viele nicht, ob man da vielleicht oder Aktionen vor Supermärkten, dort auch vielleicht Flyer zu verteilen, war jetzt eine Idee vielleicht noch, dass man vielleicht noch auch Material hat, was man dem Endverbraucher sozusagen an die Hand gibt. Also dem, der dann letztendlich das Takeaway ist. Mhm. Nicht das Takeaway, sondern nicht die Behälter, sondern natürlich das Essen. Genau. Okay, ja, super. Ich glaube, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, wenn ich das so richtig sehe. Jetzt gehe ich aber so, vielen Dank nochmal dafür. Das sind so die ersten Ausschnitte, die Sie uns geliefert haben, was aber natürlich sehr gedrückt hat. Und da kommen wir jetzt hin zu den Hürden. Und das haben wir heute, wurde das Wort Corona quasi noch gar nicht in den Mund genommen, was ich total gut finde. Aber Fakt ist ja, dass wir das auch einfach haben. Und als ich die Frage gestellt habe, was sind denn Hürden? Warum glauben Sie, wird das nicht umsetzbar sein? Kam ganz, ganz natürlich die Frage nach Corona, und ich habe es mal Vorbehalte gegenüber Mehrweg aufgrund wirtschaftlicher Faktoren und Hygienerichtlinien genannt. Und da habe ich einfach mal beispielsweise hier dieses Zitat rausgenommen: Bereitschaft der durch die Pandemie gebeutelten Gastronomiebetriebe, zeitnah in Mehrwegsysteme zu investieren, beziehungsweise diese auszuprobieren, wenn der Fokus vielerorts vermutlich auf Selbsterhaltung, Wiederaufbau des Geschäftes liegt. Aber auch beispielsweise betrieblich berichtete Ärger von mit Gastronomieaufsicht. Also das sind Hürden, die uns entgegengekommen sind und auch wirklich bei jedem. Also dieses Thema wurde bei allen angesprochen. Das möchten wir natürlich auch ernst nehmen und uns Lösungen dafür mit Ihnen oder beziehungsweise meine Kollegin wird da gleich einiges zu sagen. Was aber noch kam, war auch definitiv begrenzte Ressourcen. Das Thema ist wie immer total wichtig bei allen, aber natürlich gibt es besonders personell bedingt, die Ressource ist da halt nicht immer ganz zur Verfügung gestellt und deswegen müssen wir da auch nochmal drauf gucken. Und ganz klar kreative Ideen mit Umsetzungshilfen, die natürlich auch Corona-sicher sind und die auch möglich sind in diesen Zeiten. Und ich bitte Sie jetzt, also meine Kollegin Magdalena Adamczyk-Lewoczko wird jetzt nochmal kurz darauf eingehen, und alle Fragen, die Sie hier haben, die können Sie sich bitte notieren. Wir haben nachher, nach den kreativen Ideen und Umsetzungshilfen, nochmal einen großen Block für Fragen. Genau, dass Sie sich die einfach notieren, und wir werden versuchen, auf alle einzugehen, aber ich würde das Wort jetzt einfach mal nochmal abgeben. Ja, vielen Dank, Johanna. Genau, dann würde ich gerne jetzt kurz die Fragen beantworten, beziehungsweise die Hürden, die Sie uns schon auch mitgeteilt haben. Genau, also erst zu den Vorbehalten aufgrund wirtschaftlicher Lage zur Corona-Zeit. Also unsere Erfahrungen sind tatsächlich anders, also zeigen auch was anderes, da gerade jetzt die Gastronomiebetriebe auf To-Go und Takeaway als einzige Einnahmequelle angewiesen sind, der Verpackungsverbrauch enorm gestiegen ist, was natürlich auch die Gastronomiebetriebe merken, und Verbraucherinnen sich immer mehr und bewusster die nachhaltige Alternativen wünschen, sind die Gastronomiebetriebe viel offener, unserer Meinung nach, viel offener für Mehrweg, und der Zeitpunkt ist eventuell besser denn je, auf Mehrweg umzusteigen, beziehungsweise Mehrweg zu bewerben. Also wir merken das auch selbst bei den Anfragen, die wir dann auch von den Gastronomiebetrieben, also uns schreiben jetzt auch wirklich zur Corona-Zeit dann auch die Gastronomiebetriebe an, was früher dann auch nicht passierte. Genau, und hier geht es auch nicht nur um Investitionen in Poolsysteme, ne? Weil darum geht es auch hier, also ob die Gastronomiebetriebe überhaupt finanzielle Möglichkeit hätten, sondern um Förderung bzw. Bewerbung des Mehrwegs. Und die Betriebe müssen sich ja nicht gleich einem Poolsystem anschließen oder überhaupt so Mehrwerkgeschirr dann auch anschaffen und Geld investieren. Sie können Mehrweg auch erstmal austesten, indem Sie die mitgebrachten Mehrweggefäße der Kundschaft befüllen. Das haben wir schon auch gesagt. Also meine Kollegin Tanja Menkel hat das schon dann auch gesagt. Sich dafür einfach aufgeschlossen zeigen. Außerdem ist es eine tolle Gelegenheit für Sie jetzt zu dieser Zeit, dass Sie da dabei von Ihnen vor Ort und dann auch von unserer Kampagne unterstützt werden könnten.
Hier wäre es deshalb im ersten Schritt wichtig, dass die Gastronomiebetriebe wirklich diese Befüllung der individuellen Gefäße ermöglichen, umsetzen und zusammen mit Mehrweg-Initiativen wirklich dafür dann auch werben. Und das können die Gastronomiebetriebe auch ohne große Investitionen auch schon mal tun, also schon jetzt wirklich so tun, auch zur Corona-Zeit. Und dazu komme ich dann auch später wegen dieser Hygienefragen, wobei auch Frau Kelm hat das schon auch vorher dann auch angesprochen, dass das eigentlich dann auch zur Corona-Zeit möglich ist. Genau, ansonsten gibt es auch einige kommunale Beispiele, die finanzielle Unterstützung beim Aufbau von den Poolsystemen bieten, zum Beispiel Mannheim, Tübingen, Ramelsdorf, Perlach in Bayern. Also da sind die Beispiele, die wir kennen. Vielleicht gibt es dann auch schon andere Städte und Kommunen, die dann auch die Gastronomiebetriebe dann auch finanziell unterstützen. Ja, und vielleicht gäbe es auch in Ihrer Stadt, in Ihrer Kommune eine Möglichkeit, die Gastrobetriebe in dieser Testphase, weil die ist natürlich auch sehr, sehr entscheidend, also diese zum Beispiel 3 Monate finanziell zu unterstützen. Und genau, und zur Frage nach Wirtschaftlichkeit, ob sich Mehrweg überhaupt lohnt, also auch ein sehr wichtiges Argument für Betriebe, weil Betriebe fragen sich, okay, also wenn ich mal jetzt investiere, lohnt sich das überhaupt? Also ist es wirklich eine gute Investition? Kann auch noch was kurz unsere Kollegin vom Ökolog-Institut, Frau Klein-Hückel-Kotten, dann auch kurz was sagen. Ja, hallo. Soll ich jetzt kurz was dazu sagen? Gerne. Aber du hast es ja eigentlich schon gesagt. Also solange es erstmal um die Lösung geht, dass von den Kundinnen mitgebrachte Gefäße befüllt werden, rechnet es sich logischerweise sofort, weil damit fallen die Kosten für einen Weg weg, die man so im Durchschnitt mit so rund 20 Cent pro Stück ansetzen kann. Also die Spannbreite ist da groß. Es gibt welche für 10, es gibt aufwendige Verpackungen für 50 Cent. Wenn man sich jetzt einem Poolsystem anschließt, dann wird es natürlich in der Rechnung schon etwas schwieriger, weil hier fällt dann entweder ein Nutzungsentgelt an, also das heißt pro Nutzung, pro im Mehrweggefäß herausgegebenem Essen muss dann entweder ein Betrag gezahlt werden. Das liegt so je nach Poolsystemanbieter zwischen 13,5 und 20 Cent. Da sieht man schon, dass die Spanne da, naja, also dass da nicht mehr so viel überbleibt sozusagen an Einsparung, aber das ist so ungefähr auf plus minus null hinauslaufen dürfte. Dann gibt es auch noch Anbieter, die mit Mitgliedsbeiträgen arbeiten. Das heißt, da ist nur monatlich ein Betrag zu entrichten. Die Anbieter, die jetzt am Markt sind, die nehmen zum Beispiel 31 Euro pro Monat, wenn man eine Mindestvertragslaufzeit von einem Jahr hat. Das heißt, für 31 Euro im Monat kann man dann die Behälter nutzen, so oft man will sozusagen. Was man noch berücksichtigen muss dabei, ist natürlich, dass wenn man Gefäße, also breitgestellte Gefäße nutzt von Poolsystemanbietern, dass die auch gereinigt werden müssen und diese Kosten kommen natürlich noch oben drauf. Also das heißt, im Moment stellt es sich so dar, dass wenn man sich einem Poolsystem anschließen möchte, dass eigentlich die Poolsysteme, die einen Mitgliedsbeitrag anbieten, sozusagen am wirtschaftlichsten sind. Also das in aller Schnelle zu der Frage. Aber mit plus minus null müsste man eigentlich immer rauskommen. Und man hat eben das gute Gefühl, man tut was für die Umwelt und man hat vielleicht auch noch zumindest in bestimmten 10 Quartieren einen positiven Image-Effekt, weil man vorangeht mit einer modernen, umweltschonenden Lösung. Ja, vielen Dank, Silke. Genau, das war die Ergänzung noch zu der Wirtschaftlichkeit. Genau, da würde ich auch gerne noch was zu der Hygienefrage sagen. Frau Kelm hat das schon da auch gesagt. Die Befüllung von den kundeneigenen Mehrweggefäßen ist auch in der Corona-Zeit erlaubt. Natürlich, sofern diese Hygienerichtlinie beachtet wird. Also Verhalten und Abläufe hygienisch einwandfrei sind. Dies wird vielerorts schon auch praktiziert. Also das zeigen dann auch die Beispiele aus Berlin. Also wir haben hier dann auch große Werbung auch für die Befüllung von den individuellen Gefäßen dann auch gemacht. Und viele Betriebe praktizieren das, setzen das um.
Dabei möchten wir Sie auf unsere Hygieneblätter hinweisen, die Sie dann auch gerne bei der Ansprache der Gastronomiebetriebe dann auch nutzen könnten. Die finden Sie auf unserer Webseite. Den Link bekommen Sie dann auch gleich von meiner Kollegin auch gepostet im Chat. Und auf die Nutzung der Mehrwegbehälter unter Einhaltung der Hygienerichtlinien verweist auch in Ihren Merkblätter der Lebensmittelverband Deutschland, die im März letztes Jahres erschienen sind und die bundesweit von den Lebensbehörden, also bundesweit von den Lebensmittelbehörden anerkannt wurden. Und hier sind gemeint sowohl die Kundinnen mitgebrachte, als auch die Gefäße von den Betrieb bereitgestellt, also die von den Betrieb bereitgestellte Gefäße. Also sowohl als auch. Ne? Also das ist dann auch sehr wichtig. Den Link dazu wird jetzt auch gleich im Chat gepostet. Genau, da gab es auch noch eine Frage bzw. Anmerkung, dass einige Städten und Kommunen dann auch Ärger mit Lebensmittelbehörde haben oder hatten. Und unsere Kollegin von BUND Bremen, Antje Baum, kann auch noch was dazu sagen, also auch zu den Erfahrungen mit der Hygienebehörde in Bremen. Bitte, Antje. Ja. Dankeschön. Moin zusammen. Ja, wir hatten jetzt keine konkreten Beschwerden, wie das vielleicht in anderen Kommunen oder Städten ist, aber wir hatten wirklich sehr viele Zweifel und auch verunsicherte Unternehmen, die einfach sagen, wir wissen gar nicht genau, was jetzt hygienemäßig der Standard ist und was ist erlaubt, was ist ja nicht erlaubt, vor allen Dingen jetzt nochmal zu Zeiten von Corona. Und wir haben dann überlegt, dass es vielleicht ein ganz guter Weg ist, einfach mal Kontakt zu der zuständigen Stelle aufzunehmen. Das ist in Bremen die Lebensmittelüberwachungstierschutz- und Veterinärdienststelle, kurz das LMT Vet. Wir haben dann mit der Amtsleitung gesprochen und haben uns einfach ausgetauscht, was die Bedenken sind, dass viele Anfragen an uns kommen. Und es hat sich dann so ergeben, dass nach 1-2 Treffen tatsächlich dann das LMT Vet die eben auch erwähnten Leitsätze auf die Seite gestellt hat und es ganz klar kommuniziert ist, dass das ist, was erlaubt ist, dass das ist, was geht und dass es da im Prinzip keine Bedenken gibt und dass hat jetzt bei vielen wirklich dazu beigetragen, dass das Thema eigentlich durch ist. Man weiß jetzt, man macht nichts falsch. Das ist alles möglich, auch zu Zeiten von Corona. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein guter Weg, der dann für alle Unternehmen irgendwie die Möglichkeit gibt, da einen Einblick zu kriegen und sich abzusichern. Ja, so haben wir das gemacht. Ja, herzlichen Dank, Antje. Dann komme ich dann auch zu den weiteren Fragen beziehungsweise Hürden, die Sie dann auch genannt haben, also begrenzte Ressourcen, Personal zum Beispiel. Also da können wir nur sagen, schauen Sie, was möglich ist. Also wir können Sie natürlich nicht finanziell jetzt in dem Moment dann auch unterstützen, aber wir bieten Ihnen auf jeden Fall kostenfreie Materialien an. Diese sind gezielt dann auch für das Thema und die Aktion erstellt, zum Teil auch schon erprobt in unserer Region. Also nutzen Sie diese. Also das ist schon dann auch eine Unterstützung, große Unterstützung auch unserer Seite. Und und auch bieten wir Ihnen die zwei Veranstaltungen demnächst, also im März auch die Veranstaltung zum Thema Betriebeakquise. Und im April organisieren wir dann auch eine Veranstaltung mit den Pool-Anbietern, wo man dann auch wirklich dann auch ins Gespräch beziehungsweise Fragen an die Pool-Anbieter dann auch stellen kann. Die Pool-Anbieter werden sich dann auch kurz vorstellen, ihre Systeme dann auch vorstellen. Und das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, dann auch sie kennenzulernen, dann auch direkt die Fragen zu stellen. Also die Veranstaltung können Sie dann auch gut unterstützen, vor allem bei der Betriebsakquise. Also deshalb kann ich nur sagen, nutzen Sie unsere Angebote. Und letzte Frage zu kreativen Ideen, Umsetzung, Hilfen. Das würde dann auch mehrmals dann auch genannt in unseren kleinen Fragebogen. Sie haben sich dann auch diese Inspiration und konkrete Ideen gewünscht. Also meine Kollegin wird Ihnen gleich Ideen präsentieren, die wir recherchiert haben, die wir aber dann auch gemeinsam umgelegt haben und teilweise auch schon selbst dann auch ausprobiert haben. Also bitteschön, Laura, jetzt hast du das Wort. Laura?
Stopp, Laura, man hört dich noch nicht. Laura, du bist noch stumm geschaltet. So, wir warten noch kurz, also technisch. So, jetzt hört ihr mich? Jetzt, wunderbar, super. Okay, sehr schön. Dann musst du mal kurz dann bitte. Also von mir auch nochmal ein herzliches Willkommen zu unserer Veranstaltung. Mein Name ist Laura Schramm und ich gehöre auch zum Klimaschutzes-Mehrweg-Projektteam. Wir kommen nun zu dem Teil, in dem ich Sie für die individuelle Umsetzung der Aktionstage inspirieren möchte. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die GastronomiebetreiberInnen, aber auch die KonsumentInnen für Mehrweglösungen zu sensibilisieren. Und dafür habe ich ein paar Beispiele zusammengestellt, die sich vor allem in der Praxis bisher ganz gut bewährt haben. Auf den folgenden Folien finden sich so kleine Barcodes, die Sie mit, ich glaube, es funktioniert nur mit iPhones, ehrlich gesagt, dass man die kurz abscannt, dann haben Sie den Link auch direkt und können nochmal zu den einzelnen Projekten und Initiativen, die ich Ihnen jetzt vorstellen werde, nochmal mehr drüber lesen oder auch später, zu einem späteren Zeitpunkt, das nochmal nachschauen. Die Redaktion wird die Links auch nochmal in den Chat schicken, damit Sie die auch haben und eventuell auch nochmal auf die einzelnen Initiativen zugehen können, wenn Sie da noch Beratungsbedarf haben. Genau, ich würde Sie auch gerne einladen, die Fragen direkt zu stellen und einfach in den Chat zu packen und wir werden die dann am Ende der kreativen Vorstellung einmal zusammentragen und klären. Genau. So, dann kommen wir ja eigentlich zu der altbewährtesten, nämlich der Rabattaktion. Bestimmt sind Sie alle schon mal mit Ihrem Mehrwegbehälter in einen Café gegangen und haben sich Ihren Kaffee to go mitgenommen und dabei eventuell sogar Rabatt drauf bekommen. Und ein ähnliches System wäre natürlich schön, den Mehrweggefäßen ebenfalls zuzuschreiben. Ein Beispiel hierfür ist das Mehrweg statt Einwegprojekt, ebenfalls von Life e.V. umgesetzt. Das ist ein Abfallvermeidungsprojekt, was sich vor allem in Berlin-Mitte zum Ziel gesetzt hat, den Kiez von Verpackungsmüll zu befreien. Im letzten Jahr haben sie eine Aktionswoche durchgeführt, in der die kooperierenden Gastrobetriebe Rabatte auf Mahlzeiten gegeben haben, die in Mehrweg über die Theke gingen. Und die teilnehmenden Gastrobetriebe haben dann Strichlisten geführt. Und im Nachhinein wurde dieser Rabatt, den dann die Gastbetriebe gegeben haben, von unserer Organisation ausgezahlt. In dem Fall war das 1 Euro pro Mahlzeit. Der Aufwand hierfür ist relativ gering. Es bedarf natürlich bei allen Aktionen einer Betriebsakquise. Und die Betriebe müssen auch bereit sein, theoretisch den Rabatt vorzuzahlen. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, ob man denen einen kleinen Vorschuss gibt. Und der Rabatt kann selber festgelegt werden, ob 1 Euro, 50 Cent, 2 Euro. Je nachdem sind dann auch die Kosten zu tragen für die jeweilige Initiative. Dann eine weitere Idee, ebenfalls umgesetzt vom Mehrweg statt Einwegprojekt, ist eine Aktionskarte. Mit der Aktionskarte hat sich das Projekt zur Aufgabe gemacht, Mitarbeitende in Büros für den Gebrauch von Mehrweg zu motivieren und dafür die Green Lunch Challenge ins Leben gerufen. Und dafür haben sie die Mehrwegkiste, die Sie auf dem Foto sehen, die wir in beiden Projekten, also im Klimaschutz ist Mehrweg und im Mehrweg statt Einwegprojekt nutzen, in unterschiedliche Büros gebracht, die an der Aktion teilgenommen haben. Die Kiste ist gefüllt mit unterschiedlichen Mehrweggefäßen, die dann zur Verfügung gestellt wurden für den Aktionszeitraum und damit dann die Mitarbeitenden mit der oben aufgeführten Stempelkarte und einem Mehrweggefäß in die umliegenden Betriebe, in die Gastrobetriebe, sich ihr Mittagessen füllen lassen konnten und bei jedem Besuch ein kleines Kürzel bekommen haben. Und das Projekt ist jetzt in eine längere Phase durch Corona gegangen und endet jetzt Ende der Woche sogar. Und am Ende können die unterschiedlichen Büros, wenn sie mehr als die Hälfte der möglichen Stempel bekommen haben, die Kiste nämlich behalten.
Natürlich funktioniert das ganze Prinzip auch ohne Mehrwegkiste und einfach nur eine Aktionskarte zu entwerfen, die dann eventuell einfach in den Betrieben, die vorher akquiriert wurden, verteilt werden, um die Konsumentinnen dazu zu motivieren, ihre Mehrweggefäße mitzubringen und bei jedem Besuch mit einem Mehrweggefäß ein kleines Kürzel zu geben und am Ende dann die Stempelkarte, am Ende könnten dann kleine Preise stehen, wie zum Beispiel ein Essen für zwei oder ein Mehrweggefäß oder ein Essen umsonst, je nachdem, was das Budget hergibt. Genau, das so viel zu der Aktionskarte. Dann gibt es eine sehr kreative Art und Weise, wie ich finde, für Mehrweg oder auch Müllvermeidung zu sensibilisieren. Und zwar die Idee ist, einen kleinen Kiezspaziergang zu organisieren und die Teilnehmenden entlang einer bestimmten Route dazu einzuladen, sich zu informieren und kleine Inputs zu erfahren über Themen wie Müllvermeidung, Plastikverbrauch, Kreislaufwirtschaft. Und die Idee wäre vielleicht auch, die teilnehmenden Gastrobetriebe mit einzubinden, dass man zum Beispiel sagt, an der Ecke oder bei der Familienpizzeria die Geschichte der Familienpizzeria mit auf die in die Audiodarstellung zu nehmen oder zu sagen, an dem und dem Betrieb wird seit 3 Monaten Mehrweg angeboten, dass die TeilnehmerInnen davon darüber informiert werden, was in ihrem Kiez an Müllvermeidung funktioniert oder auch zu sagen, an dem und dem Platz findet dann und dann ein Flohmarkt statt, wie auch immer. Das wäre so eine Idee, ein Kollektiv, das das schon gemacht hat, ein Kollektiv aus Poetry SlammerInnen und freien JournalistInnen, die Kiezpoeten, haben bereits schon 3 Audiotouren gemacht in Berlin und Brandenburg oder beziehungsweise konzipiert. Man kann sich die auch auf der Webseite runterladen. Und ich habe in dem Chat nämlich schon gesehen, dass da auch schon die Idee, mit einem Radio zusammenzuarbeiten, gekommen ist. Und ich finde die Idee super gut und würde hier auch nochmal vorschlagen, eventuell das Campusradio von der nächstgelegenen Universität hinzuzuziehen, weil da könnte man eventuell auch nochmal schauen, ob man da nicht eine Kooperation mit den Studierenden eingeht, um sowas in die Wege zu leiten. Das wäre natürlich eine Variante, die sehr hohen Aufwand bedarf, weil es ein Skript braucht, Hintergrundinformationen müssten recherchiert werden und die Kooperation vereinbart werden. Und je nachdem, wie weitläufig oder wie viele Externe damit einbezogen werden, fallen dementsprechend natürlich auch die Kosten an. Dann wäre noch ein Kreativwettbewerb, den ich ganz spannend und gelungen finde. Das wäre dann von dem Projekt des Vereins Blue Pingo e.V. aus Nürnberg. Die haben sich vor allem im Rahmen der Europäischen Woche der Abfallvermeidung hat deren Projekt 2018 nämlich auch mit ihrer Aktion, wurden sie ausgezeichnet. Ihre Idee war, ein gemeinsames, neues, regionales Mehrwegprodukt auf den Markt zu bringen oder erstmal vor allem zu entwerfen, und haben dafür einen Aufruf gestartet, Designs und Umsetzungsvorschläge zu posten oder einzusenden. Und das Projekt aus Nürnberg hat sich dann vor allem dem Problem der Einwegbrottüte gewidmet und warb mit einem umfassenden Konzept auf jeden Fall für den Gebrauch von Mehrwegbrottüten. Das Ergebnis ist, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Das ist einmal hier auf dem Foto zu sehen, der Mehrwegbrotbeutel mit dem Beuteltier-Känguru-Logo, das entworfen wurde, und ein Bambus-Mehrwegbecher, der jetzt in Nürnberg befüllt werden kann. Da ist der Aufwand ja relativ gering. Ich meine, da muss natürlich ein Aufruf auf Social Media oder per Pressemitteilung stattfinden, und es bedarf natürlich auch einer entsprechenden Recherche für die Herstellung der Produkte. Und dementsprechend, je nachdem, wie viel hergestellt werden soll, sind die Kosten natürlich auch zu tragen. Und deswegen die Kosten auch relativ hoch. Jetzt kommen wir zu einer
Variante, die einen geringeren Aufwand bedarf und auch die Kosten relativ gering gehalten werden können, und zwar einem Selfie-Contest beziehungsweise einem kleinen Fotowettbewerb, ganz nach dem Motto Show us your Mehrweg, wo und wann nutzt du dein Mehrweggefäß. Die Idee ist, eine bestimmte Anzahl an Fotos oder Videos hochzuladen oder festzuhalten und mit einer Kurzbeschreibung dann an einzusenden. Und die originellsten Einsätze der Mehrweggefäße können dann mit kleinen Gewinnen belohnt werden. Dabei ist es jetzt nicht unbedingt notwendig, dass konsumiert wird, sondern auch einfach bei einem Picknick, wo die eigenen Gefäße mitgenommen wurden, oder in der Mittagspause, wie auch immer. Und zum Schluss könnten die Preise so aussehen, dass man zum Beispiel auch ein Essen für zwei in Mehrweg geschenkt bekommt, im Wert von 30 Euro oder so, oder ein Mehrwegbehälter im Wert von 10 Euro oder ein Mehrwegbeutel oder ein Multitool. Da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und da habe ich nämlich noch ein kleines Beispiel von unserem Verkehrswendeprojekt InLove. Und die haben nämlich auch letztes Jahr eine Mobilitätschallenge in die Wege geleitet, in dem das Prinzip das Gleiche ist. Hier ging es allerdings jetzt darum, alternative Verkehrsmöglichkeiten aufzuzeigen. Und hier sieht man dann die ganzen Selfies und Fotos, die entstanden sind, mit einer kleinen Beschreibung. Das wäre auch eine Idee, die wir in unseren Aktionstagen umsetzen können. Ich finde, das ist eine sehr ansprechende Art und Weise, da der Aufwand auch sehr gering ist, da nur der Aufruf gestartet werden muss auf Social Media, und die Kosten halten sich auch relativ gering, da nur die Preise sozusagen dann bezahlt werden müssen. Genau, so viel dazu. Jetzt würde ich gerne wissen, ob es da noch einige Fragen gibt. Ich gucke mal eben. Ich lese jetzt hier, Achtung, keine Bambusbecher nehmen, extrem viele Schadstoffe ab. Die Internetseite verbraucht alle genau. Dass man hier nochmal... der Hinweis kam jetzt nochmal, dass Bambusbecher vielleicht nicht die beste Alternative sind, wenn wir CO2 einsparen wollen. Aber da wäre natürlich schön, wenn man da vor allem auch darauf achtet, wenn man so eine Aktion macht, die dann auch möglichst nachhaltig und grün zu gestalten. Sonst sehe ich jetzt keine Fragen mehr. Ich lese hier gerade noch, dass es die Möglichkeit gibt, von dem Programm Beeper Course einen Kiezrundgang mitzumachen. Dort können Teilnehmerinnen aktive Rückmeldungen geben, Bilder hochladen oder die GPS-Daten werden eingebunden. Das ist natürlich auch ein super Hinweis. Ansonsten, wenn es dazu jetzt keine Fragen mehr gibt, dann würde ich jetzt an unsere Moderatorin Johanna wieder zurückgeben. Wo bist du? Ich muss dich erstmal hier... Genau. Vielen lieben Dank, Laura. Ich habe hier gerade noch eine, einmal kam jetzt gerade nochmal, bekommen wir die Links in einer Liste. Das passiert auf jeden Fall. Und was war noch? Gibt es Resonanz oder Infos zur Reichweite der Aktion? Vielleicht, Laura, noch mal einmal die Frage an dich. Wie war die Frage, ob es Resonanz? Ich würde sagen, da ist also umso weiter, umso besser natürlich, aber je nachdem, also wenn man sich auf die Betriebe konzentrieren möchte und da in dem Kiez bleiben möchte, ist es natürlich auch eine Möglichkeit. Wir haben mit unserem Projekt uns auch auf bestimmte Kieze fokussiert, damit das einfach geclustert bleibt und wir möglichst viel die Mehrweggefäße auch in dem Kontext in Umlauf bringen, sodass auch einfach die Betriebe merken, okay, der Bedarf ist da, mehr Mehrweg zu nutzen. Das war eigentlich so unser Ziel. Deswegen, da kann ich eigentlich nicht so viel zu sagen, außer wie wir das gemacht haben, dass
genau, geclustert wurde, aber an sich kann das natürlich auch weitläufiger ausfallen. Perfekt, super. Dann gucken wir nochmal weiter. Und zwar schauen wir jetzt nochmal, weil es ist natürlich so, dass Ihnen wahrscheinlich noch ein paar Fragen unter den Nägeln brennen. Und genau das möchten wir jetzt noch, da möchten wir jetzt gerne nochmal drauf eingehen. Das heißt, wenn Sie jetzt noch Fragen haben, und da wir sind ja zum Beispiel eben nicht alle durchgegangen, dann schreiben Sie die einfach jetzt bitte in den Chat. So maximal 2 Fragen und wir gucken dann, wo wir die am besten platzieren, bei welcher Kollegin, damit sie auch ja, mit Antworten hier rausgehen. Tippen Sie einfach und dann gucken wir einfach nochmal, was passiert. Und wenn wir das gemacht haben, dann geht es nochmal weiter mit dem Ausblick. Genau. Gucken wir mal, was im Chat passiert. Bis jetzt noch nicht. Das heißt, es gibt gar nicht so viele Fragen, das ist schon mal gut. Ich warte noch einen kleinen Moment. Ansonsten, wenn es noch irgendwas von den Kolleginnen aus dem Projekt gibt, dann wäre es natürlich jetzt auch noch mal die Möglichkeit, das zu nennen. Die Frage kam gerade, bis wann müssen die Aktionsideen feststehen? Und da würde ich wahrscheinlich einmal an Tanja Menkel verweisen. Tanja, möchtest du dich da einmal zu Wort melden? Entschuldigung? Kannst du noch mal die Frage? Bis wann müssen die Aktionsideen feststehen in den einzelnen Kommunen, Städten oder Organisationen? Ah ja, genau. Also ich, dazu hätte ich jetzt am Ende was gesagt, aber das kann ich ja jetzt auch schon beantworten. Also im Hinblick auf den bisher noch angestrebten Zeitraum wäre es eben toll, wenn Sie bis 15. März uns Rückmeldung geben könnten, ob Sie dabei sein wollen als Aktionstagepartner. Also A, einfach ein Go, ja, wir sind dabei. Und im besten Fall, ja, dass Sie eben nochmal intern besprechen. Sie haben uns ja schon Ideen geschrieben, was Sie sich vorstellen könnten an Aktionen. Bleibt es dabei oder wollen Sie was anderes machen? Und dass Sie so ein bisschen mehr schreiben, wie soll das umgesetzt werden, dass wir schon mal ein bisschen konkreteren Plan haben, wie Sie jeweils daran teilnehmen möchten. Also Montag, 15. März wäre sozusagen der Stichpunkt, um Stichtag, um uns einmal Rückmeldung zu geben, sind Sie dabei oder nicht. Dann mache ich mal weiter in diesem Bereich. Verstehe ich es richtig, dass die Aktionstage nicht die ganze Woche stattfinden müssen, sondern eventuell auch nur 1 bis 2 Tage dauern können? Vielleicht kannst du da auch noch mal kurz drauf antworten. Also wir haben die Erfahrung gemacht, auch in den anderen Projekten, dass es schon sinnvoll ist, dass die möglichst längeren Zeitraum zu haben. Wir haben jetzt das auch auf 1 Woche ausgeweitet, weil bis die Kundschaft, bis das alles ins Laufen kommt, bis die davon erfährt, braucht es eigentlich auch schon ein bisschen länger. Deswegen empfehlen wir, mindestens auch an 1 Woche daran teilzunehmen. Und genau diese Aktionen sollten eigentlich auch schon über diese Woche dann eben laufen. Super, danke dir. Dann vielleicht die letzte Frage und du kannst auch sagen, wenn sie nicht zu dir passt, ist es okay, wenn die Aktionstage mit einem bestimmten Poolanbieter durchgeführt werden? Genau, also Sie können sich natürlich mit dem Betrieb, mit dem Sie kooperieren, können Sie natürlich sich für einen Poolanbieter entscheiden. Das liegt bei Ihnen. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel auch Unterstützung bei der Betriebsakquise wünschen, dann könnten Sie auch auf die Poolanbieter zugehen. Also es gibt ja jetzt, Sie sind ja viel vertreten in den Städten und Kommunen, da können Sie einfach mal bei den Poolanbietern schauen, wer ist da bei mir vertreten, was würde vielleicht bei mir in der Stadt, in der Kommune Sinn machen und mit denen einfach mal ins Gespräch gehen und sich informieren, mit wem seid ihr vielleicht, mit welchen Betrieben im Gespräch oder welche machen mit. Das können Sie natürlich auf jeden Fall sehr gerne nutzen und ich denke auch, dass die Poolanbieter sich da sehr freuen würden, wenn sie sie ansprechen würden. Es trudeln noch weitere Fragen rein, die direkt auf dich passen. Haben Sie Erfahrung, das ist was anderes, Sie schreiben, dass die Aufkleber Pflicht sind, aber wenn wir zum Beispiel so eine Green Lunch Karte als Aktion machen, dann würde das ja nicht gehen. Was sagst du dazu? Also ich
gehe mal davon aus, dass es immer einige gibt, die dann doch irgendwie auf Einweg setzen. Also diese Green Lunch, diese Bonuskarte ist ja, sind ja für die Kundschaft, die Mehrweg nutzt. Und diese Aufkleber sind für die Einwegverpackungen. Das heißt, ich denke, also da sehe ich jetzt keine Konkurrenz. Dann gibt es zusätzliches Aktionsmaterial, außer das zum Runterladen, zum Beispiel Aufkleber. Magst du dazu nochmal was sagen? Genau, also diese Aufkleber vom Spruchwettbewerb, die würden wir Ihnen auf jeden Fall zur Verfügung stellen. Und eben auch die, diese Aufkleber für die Tür. Das, die können ja auch nach der Aktionswoche noch hängen bleiben. Auch generell unser Material können Sie auch noch weiter nutzen. Also sowohl das Kampagnenmaterial an sich als auch die von der Aktionswoche. Da wird zwar der Aktionszeitraum draufstehen, aber wenn Sie merken, Sie möchten gerne diese Aktion noch weiter darüber hinaus verlängern, können Sie da ja einen Aufkleber drauf packen oder sonst irgendwas. Also alle unsere Materialien sind auch über diese Aktionswoche hinaus nutzbar. Dann würde ich nochmal an Magdalena weitergeben. Haben Sie Erfahrung mit runden Tischen vor Ort, zum Beispiel mit Gastroverbänden, einzelnen Betrieben und anderen Stakeholdern? Vielleicht kannst du da kurz drauf antworten. Ob wir Erfahrung haben, also bis jetzt nie so viel, aber die werden wir auf jeden Fall organisieren wollen. Also das steht auf jeden Fall jetzt an, dass wir auf jeden Fall auch solche runde Tische dann auch weiter vorantreiben wollen. Auch im Rahmen auch von unserer Vernetzung auch wollen wir dann auch unsere Foren dazu nutzen, dass wir dann uns natürlich dann auch mit den Verbänden dann auch vernetzen. Kann ich aber auch noch mal reingrätschen, wenn ich darf. Ja. Wir in Bremen haben jetzt vor einiger Zeit zu DEHOGA Kontakt aufgenommen, um einfach das Projekt auch noch mal ein bisschen vorzustellen. Und gleichzeitig arbeiten wir auch mit dem Bremer Bündnis für Mehrweg zusammen, also ein Zusammenschluss von Initiativen, Unternehmen und allen Mehrweg-Interessierten in der Stadt Bremen. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Zusammenarbeit, die jetzt so richtig anläuft. Und die DEHOGA hat natürlich auch mit in Bremen über 500 Betrieben, die da im Verband drin sind, eben auch die Möglichkeiten, relativ viele Betrieben relativ gut und schnell anzusprechen. In welche Richtung das gehen wird, das wissen wir noch nicht, aber ich glaube, es ist grundsätzlich eine gute Idee, dann vielleicht einfach auch mal Kontakt zu den Verbänden aufzunehmen. Vielleicht ist es dann auch eine Empfehlung für Sie, in den einzelnen Städten, Kommunen dann auch gleich dann auch hin mit den Verbänden einfach hin, sich in Verbindung zu setzen und mit ihnen das Thema dann auch anzugehen. Dann wurde die Frage gestellt, muss ein Betrieb neu sein? Also auch wenn er jetzt schon Mehrweg anbietet, also wenn Sie das schon länger machen, oder kann man auch mit Betrieben mitarbeiten oder zusammenarbeiten, die schon länger Mehrweg anbieten? Tanja, bist du oder soll ich denn? Entschuldigung, oh, jetzt war ich gerade im, im Chat dabei auch zu beantworten. Kannst du es mir einmal kurz noch wiederholen? Entschuldigung. Müssen es unbedingt neue Betriebe sein, die noch nie mit Mehrweg gearbeitet haben, oder darf man auch mit Betrieben zusammenarbeiten, die jetzt schon mit Mehrweg arbeiten? Genau, das hatte ich ja am Anfang auch schon gesagt. Also wenn Sie da Betriebe haben, die schon Mehrweg praktizieren, natürlich gerne die dafür benutzen. Sie müssen es sich jetzt nicht unendlich schwer machen. Und Sie sind ja auch schon viel in Kontakt mit Betrieben. Also die können Sie gerne einfach für diese Aktionstage ansprechen. Genau, also alte Hasen sind genauso willkommen wie Neueinsteiger. Perfekt, dann habe ich gesehen, hast du auch schon eine Frage beantwortet. Die Aktionstage werden nächstes Jahr wiederholt. Das beantworte ich jetzt einfach mal. Dann haben wir hier noch die Fragen, fallen Bäckereien auch unter Betriebe? Die haben bei uns einen erheblichen Anteil am Müllaufkommen. Würde ich vielleicht auch jetzt gerade nochmal an Tanja abgeben. Sonst kannst du es auch gerne weiterschieben. Magda, wolltest du gerade antworten? Ja, die Bäckereien verursachen natürlich auch wahnsinnig viel dann auch Einwegmüll. Also die bieten natürlich dann auch Takeaway-Gerichte an, also auch Salate oder so. Also das würde ich dann auf jeden Fall dann auch, also da würde ich auch sagen, dass die Bäckereien also dazu passen würden.
Aber man konnotiert natürlich auch Bäckereien mehr so mit Coffee to go, also stärker mit Coffee to go als Takeaway. Aber wenn da auch natürlich auch Verpackung an Takeaway-Gerichten auch eingespart werden könnte, dann warum nicht? Ne? Also auf jeden Fall. Und ich würde vielleicht noch was ergänzen, noch zu dieser Aktionswoche, ne? Weil da gab es auch diese Frage, ob dann auch so einzelne Aktionen auch im Rahmen von dieser Aktionswoche dann auch umgesetzt werden könnten. Also auf jeden Fall, wir haben das jetzt einfach nur so festgelegt für eine Woche. Wir haben dann auch absichtlich nicht einen Tag gemacht, weil das auch immer sehr schwierig ist mit der Koordination. Aber wenn Sie dann auch so punktuelle Aktionen haben in der Woche, die würden dann natürlich auch sehr gut passen. Vorteilhaft ist natürlich auch das, was schon auch meine Kollegin gesagt hat, dass diese Aktion ein bisschen länger dauert, dass da zum Beispiel die Gastrobetriebe auch Plakate aufhängen oder irgendwie für diese Mehrweg werben, auch schon längere Zeit, also nicht nur an einem Tag. Aber die Aktion an sich kann auf jeden Fall dann auch an einem Tag dann auch stattfinden. Also wenn Sie zum Beispiel einen Stand da auch von dem Betrieb dann auch machen, also so eine Aktion, so öffentlichkeitswirksame Aktion vor dem Betrieb dann auch an einem Tag nur machen, das ist dann auch sehr gut. Das passt. Dann haben wir jetzt noch zwei Fragen reinbekommen. Die eine ist, können auch Supermärkte, die eigene Takeaway-Produkte im Markt herstellen und verkaufen, teilnehmen? Frage gebe ich vielleicht auch nochmal an dich, Magdalena. Ob die Supermärkte, naja, also die Supermärkte, das ist auf jeden Fall auch eine wichtige Zielgruppe, weil Supermärkte verbrauchen auch ganz viele Einwegverpackungen auch für Takeaway. Also wenn wir dann auch Salatbars zum Beispiel bei Rewe Supermarkt uns anschauen, also da kommt ganz viel auch zusammen an Müll, Einwegmüll. Also das ist auf jeden Fall auch eine sehr wichtige Zielgruppe. Und jetzt noch eine letzte Frage, die zumindest im Chat kam. Und da würde ich vielleicht Frau Kleinhügel-Kotten auch nochmal bitten, mitzudenken. Ich habe eine Frage zum Mitbringen eigener Gefäße. Wir haben viele Restaurants, die nicht an der Theke Essen ausgeben, sondern die Gefäße müssten in der Küche befüllt werden. Gibt es dazu Erfahrungswerte? Wie können wir mögliche Bedenken in dieser Richtung begegnen? Zeitlicher Aufwand, Absprachen mit Kunden und so weiter. Ja, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Ist natürlich, es wird schwieriger, wenn es in die Küche getragen werden muss, weil es geht ja darum, dass möglichst kein Kontakt mit dem Gefäß stattfindet, damit keine Kontamination des Umfelds, wie es schon heißt, stattfinden kann. Empfohlen wird ja ein Tablett, auf das der Kunde das Gefäß stellt und dann mit dem es dann ja tatsächlich in die Küche getragen werden müsste. Also es ist auf jeden Fall mehr Aufwand. Da fällt mir jetzt nicht so richtig ein, wie man sagen kann oder welche Argumente man da anführen kann, dass, also um den Aufwand sozusagen klein, nicht klein zu reden, aber zu minimieren. Vielleicht gibt es aus der Runde noch irgendwelche Erfahrungen von den Verbraucherzentralen. Also erstmal ist es auf jeden Fall aufwendig und wenn es noch mehr ist, als nur das über die Theke auf die Befülltheke zu nehmen, sondern dann damit noch in die Küche zu gehen, ist es sicherlich ein größerer Aufwand. Aber was mir noch aufgefallen ist, war eine Frage, also die Bitte, noch mehr Informationen zu den möglichen Poolsystemanbietern zu bekommen, weil das ja jetzt alles auch sehr kurzfristig ist. Oder nicht sehr, aber bis zum 15. März hattest du gesagt, Tanja, ne? Mhm. Also es gibt auf der Webseite Essen im Mehrweg schon einige Informationen, vor allen Dingen, wenn man sich die Präsentation des Netzwerktreffens anguckt, wenn sie nicht dabei waren. Tanja hatte es ja vorhin schon gesagt, wir werden jetzt in Kürze die sogenannte Grundlagenstudie veröffentlichen, wo nochmal etwas grundlegender sozusagen beschrieben wird, welche Möglichkeiten es gibt, aber auch die verschiedenen Anbieter schon vorgestellt werden. Und in Kürze werden auch Steckbriefe zu den im Moment am Markt aktiven Anbietern auf der Seite eingestellt. Super. Und sonst immer gerne auch Fragen. Denke ich mal. Auch was Erfahrungen angeht, das war ja aber auch die Idee, glaube ich, Magdalena, ne? Dass bei dem Treffen im März
auch darüber natürlich gesprochen wird, welche Möglichkeiten es gibt und welche Erfahrungen es gibt. Ja. Da ja gerade in Bremen Antje Baum ja sehr aktiv dabei ist, eben Betriebe zu beraten, diese Pool-Systeme auszuprobieren. Und da gibt es ja schon zahlreiche Erfahrungen. Genau, im März tauschen wir uns dazu aus, also zu Betriebsakquise, Strategien und Tipps. Und im April gibt es dann auch wirklich noch Möglichkeit, die Pool-Anbieter ganz direkt. Und direkt sie dann auch anzusprechen. Aber wie schon Frau Klein-Hückel-Kotten das gesagt hat, also wir haben dann auch so eine Übersicht über verschiedene Pool-Systeme und die ist dann auch zu finden, beziehungsweise ist jetzt gerade auch im Layout und wird dann auch auf unserer Webseite zu finden. Ist auch schöne Übersicht, wo Sie dann auch nicht einzeln dann auch alles sich noch durchlesen müssen. Sie können dann auch wirklich so vergleichen. Und perfekt. Das ist sehr, sehr, sehr praktisch. Super. Wir haben jetzt noch zwei dringende Fragen. Eine wurde nochmal nachgefragt. Zählt die Bewerbung der Möglichkeit zur Nutzung von Mehrweg über die Woche in Presse und Betrieben mit Aufklebern und so weiter auch schon als Aktion oder muss dann eine Veranstaltung wie die Rabattaktion daran gekoppelt sein? Vielleicht nochmal an Tanja die Frage, weil danach kommt nochmal eine. Magst du die kurz beantworten? Ja, genau. Also auch eine wichtige Frage. Also es hat sich einfach bei uns im Projekt auch die Erfahrung haben wir gemacht, es hat sich gezeigt, dass um die Kundschaft zu erreichen, schon solche Aktionen sinnvoll und ratsam sind, eben um sie noch besser und gezielter zu erreichen, um auch genau auf die Bedürfnisse einzugehen, wie könnte man sie motivieren. Also von daher wäre das eben schon sehr sinnvoll, solche Aktionen eben mindestens eine Aktion ins Leben zu rufen und die zu begleiten. Und ja, und Pressearbeit ist natürlich immer sowas noch zusätzlich, um auf verschiedenen Kanälen darauf aufmerksam zu machen, hey, wir haben diese Rabattaktion oder wir haben diese Audiotour, machen Sie mit. Also von daher wäre diese Aktion schon sinnvoll. Und dann, genau, da habe ich auch noch eine andere Frage gesehen, die zielte auf die Plakate und Materialien ab. Ne? Johanna, meintest du die? Genau. Und zwar bieten wir auf unserer Website unter dem Punkt Materialien für Betriebe. Wenn Sie da einfach dann mal schauen, da haben wir ganz viele, da sind unsere Hygieneblätter und da sind eben aber auch die Aufsteller, die Plakate und so weiter, die Sie schon runterladen können und die Sie sich ausdrucken können, die Sie nutzen können, die Sie an die Betriebe weitergeben können. Wenn es da Bedarf gibt, könnten Sie auch zum Beispiel unter diesen Ausdruck noch einen Hinweis geben, zum Beispiel überreicht durch Organisation XY. Die Möglichkeit gibt es. Sprechen Sie uns dann gerne dazu an, dass wir das abklären können, wie Sie das machen. Aber auch da sind wir offen und ja, flexibel für die Umsetzung. Super, also wir haben jetzt hier eine Menge geregelt, wie ich finde, und haben ganz schön viel gehört. Aber jetzt ist die Frage, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Also ich habe wir haben jetzt eigentlich alle Fragen beantwortet. Ansonsten schreiben Sie uns einfach auch vielleicht nochmal oder schicken Sie es jetzt auch nochmal in den Chat. Dann sehe ich das, dann kann ich das nochmal platzieren. Ansonsten möchte ich mit Ihnen jetzt eigentlich nochmal gemeinsam gucken, wie es denn jetzt weitergeht. Da übergebe ich dann nochmal das Wort an Tanja, die uns da mitnimmt und dann geht's weiter. Genau. Genau, dann würde ich noch mal einmal einen kurzen Überblick geben, einen Ausblick, wie geht es jetzt weiter, was machen wir und was wünschen wir uns von Ihnen. Also wir haben für die nächsten Wochen einiges geplant als Unterstützung für die Aktionstage. Wir werden in jedem Fall eben im März auf der Website alle Informationen zu den Aktionstagen zur Verfügung stellen. Wir werden auch diesen Ideenkatalog nochmal hochladen, den Sie sich in Ruhe anschauen können.
ja, die Materialien, wie die Studie, die Steckbriefe, die Factsheets, auch die werden wir jetzt alle im März veröffentlichen. Die können Sie sich einfach kostenlos als PDF runterladen, sich ausdrucken, damit auch in die Betriebe gehen. Nutzen Sie die gerne. Wir haben da viel Erfahrung und Wissen reingesteckt. Im März und April, wie ja schon angekündigt, bieten wir eben zwei Webinare speziell für Sie nochmal an. Zu denen werden wir Sie dann per Mail einladen. Im März und April erweitern wir unsere Seite zu den Aktionstagen dann durch Sie, dass Sie sich vorstellen können mit Ihren Aktionen, Sie eintragen können auf die Website. Wir werden im April dann eben diesen Instagram-Wettbewerb starten und aufrufen und auch schon im März mit den Aktionsmaterialien starten. Also ausgehend natürlich von so ein bisschen auch, was haben Sie irgendwie geplant, wo sind irgendwie die Bedürfnisse, würden wir diese Aktionsmaterialien erstellen und sie zum Download dann auf unserer Website bis April, Mai zur Verfügung stellen, dass Sie sich dann selber ausdrucken können und dann zum Beispiel bei dem Platzhalter, was ich vorhin schon gesagt habe, dann auch Ihre Aktion eintragen können. Genau, im Mai wäre dann eben die Pressemitteilung geplant, dass man im Vorfeld darauf die Presse auch aufmerksam machen kann. Und falls es jetzt noch irgendwelche Rückfragen gibt zu den Aktionstagen, sind wir natürlich per Mail und Telefon erreichbar. Aktuell natürlich auch noch so ein bisschen durch die Situation ein bisschen eingeschränkt. Wenn wir nicht gleich antworten können, haben Sie ein klein bisschen Geduld mit uns. Wir geben unser Bestes, aber wir sind gerade eingeschränkt so arbeitsfähig. Genau, dann zu Ihnen. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie alle dabei sind. Geben Sie uns gerne ein Go. Wir sind dabei, wie schon gesagt, gerne bis zum Montag, den 15. März. Einfach mit, ja, wir sind dabei und so würden wir gerne mit folgender Aktion dabei sein. So könnten wir uns das ungefähr vorstellen. Und was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, wir haben... ist noch geplant, weil Sie es auch uns geschrieben haben, dass Sie sich gerne austauschen würden, untereinander vernetzen würden. Dem würden wir auch gerne nachkommen, diesem Wunsch, und zwar in Form eines kleinen Padlets, das wir erstellen würden für Sie anhand der Antworten, die Sie uns geschickt haben. Dazu kann aber Johanna Ernst auch gleich nochmal was sagen, das Padlet können Sie dann eben nutzen, um sich zu vernetzen. Und vielleicht möchten Sie auch gerne selber eigen oder Aktionen zusammengestalten. Je nachdem, wo Sie vielleicht auch lokal verortet sind, bietet sich eine Kooperation an. Also nutzen Sie das gerne, sich auch irgendwie auszutauschen. Wie habt ihr das gemacht? Wir machen gerade das und das. Wie habt ihr das umgesetzt? Genau, dann würde ich weiter übergeben an Johanna Ernst. Perfekt, genau. Und zwar das Padlet ist an dieser Stelle nochmal wichtig. Wer bei dem Forum im September schon dabei war, der kennt das. Dieses Padlet, da werden wir beispielsweise rausziehen, die Stadt oder die Organisation, ihren Namen und ihre E-Mail-Adresse als Ansprechperson und was sie vorhaben. Wenn sie nicht dort erscheinen möchten, dieser Link ist wirklich nur für die Gruppe hier zur Verfügung gestellt. Also das heißt, der wird auch nicht irgendwie extern rausgehen. Dann schreiben Sie bitte einmal in den Chat Nein, weil dann können wir Sie einfach aus der Liste nehmen und sie auch einfach nicht in das Padlet einfügen. Aber ansonsten ist das wie so ein großer Überblick, wer steht wo und wo gibt es überhaupt Aktionen. Also das haben wir als Vernetzung gedacht. Genau, also dann gerne jetzt einmal Nein schreiben. Es sind noch zwei Fragen aufgetreten, die ich gerne noch einmal beantworten möchte, bevor wir das Ganze schließen und uns dann nochmal darum kümmern, wie wir jetzt mit der Vernetzung weitermachen. Und zwar das eine ist nochmal, wird das Logo in digitaler Form den Betrieben zur Verfügung gestellt, zum Beispiel für Online-Speisekarten? Diese Frage geht nochmal an dich, Tanja. Ja, genau. Also auf jeden Fall. Dafür haben wir es ja erstellt und das können wir natürlich gerne machen, dass Sie das eben, also das ist ja sowieso in diesem Social Media Kit schon vorgesehen und da wird natürlich dann eben auch das Logo, was wir extra für diese Aktionstage entwickelt haben, wird natürlich dann auch zur Verfügung stehen. Und die allerletzte Frage oder ziemlich, also die Bitte darum, haben Sie einen Vorschlag für kurzfristige Lösungen für Mehrwegbehältern, zum Beispiel einen Anbieter, mit dem speziell bei der Aktion
zusammengearbeitet wird. Die Aktionen sind sehr bald, deshalb wäre hier eine Hilfestellung toll. Ich glaube, es wäre einfach nur, also das vielleicht einmal in den Raum geschmissen. Magdalena, du hast dich gerade geschaltet. Ja, genau, also ich habe das schon auch direkt beantwortet, dass wir eigentlich auch für keinen speziellen Pool-Anbieter werben dürfen. Es gibt verschiedene Pool-Anbieter, es gibt eine Übersicht auf unserer Webseite, es gibt diese Steckbriefe, die dann auch verschiedene Pool-Anbieter ganz genau erklären, aber wir dürfen keinen bevorzugen, wir dürfen keinen empfehlen. Und Sie, also ich merke jetzt auch, also Sie haben jetzt auch, also letzte Anmerkung, letzter Kommentar auch im Chat steht, ja, also das ist jetzt auch sehr bald und also wenn im Mai dann auch die Aktionen umgesetzt werden sollten und wir sollten dann auch noch einen Pool-Anbieter auswählen. Wir empfehlen Ihnen, dass die Betriebe einfach diese Pool-Anbieter dann auch auswählen. Also nicht, dass Sie jetzt auch einen speziellen Pool-Anbieter dann auch den Betrieben vorschlagen, sondern Sie können einfach den Gastrobetrieben verschiedene Pool-Systeme vorstellen und dann können sich die Betriebe dann auch ein Pool-System, das Ihnen passt, dann auch auswählen und eventuell dann auch testen. Super. Genau. Soweit ich das sehe, dann, ja. Die Frage beantwortet ist. Also was wir auf jeden Fall empfehlen, nehmen Sie dann auch an unsere Veranstaltung statt im März, wo wir dann auch uns zu dieser Betriebsakquise austauschen werden. Es ist zwar erst im März, Sie können schon jetzt natürlich auch aktiv werden, danach bekommen Sie noch zusätzliche Tipps dafür. Aber es ist auch nie, also muss man sagen, es ist wirklich nie so schwer. Man überlegt sich, okay, das ist, oh, wie kann ich dann auch die gastronomische Betriebe überhaupt gewinnen? Da muss man überhaupt diesen ersten Schritt machen, einfach zu den Gastrobetrieben gehen und ihnen diese Möglichkeiten zeigen. Und vielleicht werden sie dann auch total offen dafür. Da kann man auch von unseren Erfahrungen schon sprechen. Also bestimmte Betriebe, und das ist unabhängig davon, ob sie groß oder klein sind, die blocken einfach total ab und sagen, ne, wir haben kein Interesse. Und dann bringt auch nichts, einfach da Energie zu investieren. Okay, also es ist so, dann sollte man einfach diese low-hanging fruits nutzen, also die Betriebe einfach ansprechen und mit diesen weiterarbeiten, also diese weiter bearbeiten, die halt sich offen zeigen und die Interesse haben, die sich wirklich interessiert zeigen. Und da empfehlen wir Ihnen einfach nur mit den Gastronomiebetrieben mit gastronomischen Betrieben zu sprechen. Und also wir sind davon überzeugt, dass viele gastronomische Betriebe wirklich dann auch auf ihre Unterstützung wirklich warten und werden dann auch sehr dankbar sein, wenn sie die dabei dann auch unterstützen mit den Informationen. Super, vielen lieben Dank dir. Ich gehe jetzt nochmal zur letzten Folie und zwar die Dankeschön-Folie, weil ich mich nochmal bei allen recht herzlich bedanken möchte und, sieht man sie nicht, genau, hier sehen Sie nochmal die Zuständigen. Was aber nochmal ganz wichtig ist, wir haben ja jetzt gar nicht so viel miteinander gesprochen und wir möchten Ihnen jetzt nochmal die Möglichkeit geben, wenn Sie Lust haben, drin zu bleiben, also wir schließen den Raum um 12 Uhr. Wenn Sie jetzt Lust haben, hat meine Kollegin Laura einen Raum eingerichtet und wenn Sie die neueste Version von Zoom wieder haben, das ist immer ganz spannend gerade, dann können Sie jetzt freiwillig quasi da reingehen und sich einfach nochmal austauschen mit anderen, die hier sind. Holen Sie sich vielleicht nochmal einen Kaffee oder ein Glas Wasser, dann können Sie da einfach eintreten und wir würden dann um 12 Uhr den Raum schließen. Wenn nicht, sind Sie auch völlig befreit, heute das schöne Wetter zu genießen. Hier in Berlin strahlt auf jeden Fall gerade die Sonne. Und ich würde sagen, wir haben jetzt alles gesagt, wir haben super viele Informationen und ich freue mich auf all das, was noch kommt. Und bin gespannt, also wir werden gleich auch mal in den Raum gehen, wer alles da so ist. Genau, ansonsten vielen lieben Dank, dass Sie dabei waren und ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag heute. Danke. Der Raum wird jetzt eröffnet und dann können Sie einfach manuell draufklicken und reingehen, wenn Sie Lust haben. Sie sehen, wenn das nicht bei Ihnen aufblinkt, dann sehen Sie bei der Breakout-Session, das sehen Sie auch unten neben den Reaktionen, Konferenzraum betreten. Da können Sie dann einfach draufgehen und reingehen. Ansonsten sehe ich hier schon gerade ganz viel Dank und die guten Anregungen eintrudeln.
nochmal ein paar Kontakte. Vielen herzlichen Dank, dass Sie auch dabei waren. Das darf man nicht vergessen. Wie gesagt, wenn wir alle irgendwie ein bisschen was bewegen, dann könnten wir gerade mit dieser Menge 1,5 Millionen Menschen erreichen, was ich einfach unglaublich viel finde. Gut, dann viel Spaß noch beim Vernetzen und bis bald.